Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Das gute Stück, das wir hier spielen wollen, nennt sich Moonlighter und ich habe es vor einigen Tagen bei Game 2 gesehen und habe es mir gestern bei Steam gekauft und ich fand das Konzept und soll ich sagen, den Aufbau des Spiels echt cool. Das ist mal was ganz was anderes. Zwar das Genre vielleicht ja schon sehr bekannt auch. Man geht in Dungeons, man plündert Gegner aus, aber diesmal sind nicht wir der Held, sondern der Händler, der die armen Helden ihres Goldes erleichtert. Und die Geschichte und dieses Spielkonzept, besser gesagt, gefällt mir richtig gut. Mal die ganze Sache aus der Sicht eines Händlers sehen. Weil sonst ist man immer der Held, ne, und rettet die Welt, aber in diesem Fall unterstützen wir die Helden und füllen dabei unsere Geldbörse auf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe zwar gemerkt, es wird ein bisschen lecken, als ich eine kleine Probeaufnahme gemacht habe, aber es hat auch wahnsinnig hohe FPS. Also ich bin dann schon manchmal schon bei über 200. Ich nehme hier es mit 60 FPS auf. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr und ich hoffe, es gibt keine Probleme. Wir werden es gleich sehen. Also, spielen tun wir das Ganze mit Gamepad. Da entschuldige ich mich auch schon mal. Ich bin dieses Gamepad hier nicht gewohnt. Es ist ein bisschen anders angeordnet von den Tasten her, als ich es auf der Switch gewohnt bin. Also ich werde da ziemlich scheiße bauen manchmal. Also gut. Ja, nur zur Vorwarnung, ihr kennt mich eh, ne? Und für alle, die mich nicht kennen, ihr werdet mich jetzt kennenlernen. Ja. Mein Beileid. Nein, Spaß. So, wir fangen an. Drücke eine beliebige Taste auf der Tastatur oder dem Controller, um fortzufahren. Man kann es natürlich auch mit Tastatur spielen, es ist mir aber empfohlen worden, mit Gamepad zu spielen. Jo, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht allzu laut. Ich habe in den Optionen schon etwas verändert und herumgestellt. Zum einen, dass es leise ist. Ich habe auch die Textgeschwindigkeit verlangsamt, weil wenn längere Texte sind, ich bin ja zu schnell beim Lesen. Ich wollte nicht auch ein bisschen Gefühl nach Möglichkeit reinbringen. Ja, mit Gefühl. So, Auflösung natürlich, ne? Perfekt. Deshalb leckt es wahrscheinlich auch ein bisschen. Wie gesagt, ich wundere mich über die hohen FPS-Zahlen. Vielleicht wird es noch besser. Ist ja wurscht. Musik, Lautstärke, mehr geht nicht. Soundeffekte, 4 Benutzer, Oberfläche, Lautstärke. Das bringt nichts, ne? Ich lasse das mal so. Ich weiß noch nicht, ob es zu laut sein wird. Wir dürfen aber in den Optionen immer rein und so können wir das hier super handeln. Die Steuerung, ne? Bewegen, klassisch mit Gamepad, ne? Oben, unten, links und rechts. Ich denke wahrscheinlich mit der Tastatur wäre es WASD gewesen, ne? Dann haben wir unseren Hauptcharakter, der heißt Will. Will. Da gibt es den Primärangriff mit A natürlich. Anhänger, Hotkey, B. Okay, das ist alles noch befremdlich. Das Inventar konnte ich schon öffnen, ja. Waffe wechseln wird auch noch nicht so gehen. Rollen habe ich auch schon probiert, weil Waffe wechseln geht nicht. Wir haben da am Anfang noch nicht so viel. Trank benutzen mit RT, sofern wir einen haben. Die Karte öffnen. Aha, das ist... Ich glaube, Karte öffnen war Pack hier. Ich glaube, das war's. Okay, also die Taste meine ich bei mir her. Ne? Benutzeroberfläche interagieren mit A, schließen mit Y, zurück mit B. Wunschzettel. Wunschzettel gibt es auch. Cool. Also kann man quasi aufschreiben, was wir für den Laden dann später brauchen. Ne? Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Jo. Das ist echt cool. Ihr werdet auch öfters den Karl wahrscheinlich klatschen hören. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Gut. Verschieben nach links, bla bla, la la la. Verschieben nach rechts. Aha. Mhm. Werden wir, denke ich, schon drauf kommen. Jetzt verstehe ich auch, warum das Gamepad besser ist. Na gut. Also, ich würde sagen, wir versuchen mal ein neues Spiel, ne? Und es tut mir sehr leid für die Leckereien, die es geben könnte und vielleicht wird. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr genauso wie ich Spaß am Spiel habt. Ich hoffe, dass ich Spaß haben werde. Mal schauen. Empfohlen wird hier der Schwierigkeitsgrad schwer. Ich denke mal, normal ist wirklich für vielleicht für jüngere Leute, für Kinder vielleicht, die noch keine Erfahrungen haben mit solchen Spielen. Sehr schwer,
ist vielleicht nicht muss noch, das werde ich vielleicht privat mal machen. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich glaube, die goldene Mitte ist okay. Also, nehmen wir schwer. Das Spiel ladet. Okay. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht taucht in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Gefahren auf. Sie nannten sie die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf und ein wenig gegründet. Was? Ja, genau. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten, Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Super, da hat man jetzt wieder Zeit, ne, zum Lesen. Das Leben wurde hart und für die Stadt, vor allem für die jungen Besitzer des alten Ladens Willy, der lange davon träumte, die geheimnisvollen fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Aha. Okay. Vielleicht klingt es uns jetzt. Wir fahren fort. Mit A. Blup. So. Mir ist halt aufgefallen, dass es hier im Dungeon schon beim Laufen ein bisschen lecken tut. Ich hoffe, das wird noch besser. Vielleicht gibt es hier und da noch Patches, dass das ganze FPS-mäßige Bild runtergeht. Das wäre mir sehr lieb. Okay. Oh. Hä? Was ist das da? Okay, ne? Also, wir spielen einen männlichen Charakter. Das heißt, auch er ist leider Gottes in seinen jungen Jahren blöd gestürzt, hat sich den Kopf gestoßen. Und seitdem hört er eine Frauenstimme in seinem Kopf und das bin ich. Ja? Also, lalala, ihr seht schon, es ruckelt da ein bisschen. Aha, was haben wir da hingemacht? War es eine Kiste? Irgendwas kann man da zertreten. Aha. Ich schätze mal, ist okay mit diesen Dingen. Kann ich das zerstören? Schaut nicht aus. Aber rollen geht zumindest mal. Okay, das geht schon. Dann unser Inventar. Wir haben noch nichts im Beutel. Okay. Jo. Alles schlecht. Was ist das da? Ein Brunnen. Ich dachte schon, da wäre vielleicht so ein Wasser, das man zum Heilen nehmen könnte. Okay. Hier sieht man scheinbar schon ein kleines Tutorial. Also mit den Pfeilrichtungen, also mit dem Joystick, ne, sagt man so, rauf, runter, links und rechts können wir unseren Helden steuern. Das ist schon mal gut. Wir werden, denke ich mal, diesem Schild hier folgen, also gehen wir da weiter. So. Servus. Gut. LT. Aha, zum Rollen. Das hatte ich schon mal. Also zack, zack, zack. Es geht mit dem Lecken, oder? Ich hoffe, das ist verzeihbar. So, zack, zack. Da haben wir leider nichts gefunden. Also rollen wir noch ein Stück. Na, 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 wir sind ein Corona. Nein, bei Zelda habe ich das gern gemacht, immer so rollen. Aha, LT. Ah, man kann über Abgründe rollen, oder wie? Okay. Das muss man auch wissen. Okay. Heureka! Ja, das geht gut. In meinem ganzen Leben bin ich noch nie über einen Abgrund gerollt. Das können nur Händler. Ich bin gesprungen, aber noch nie gerollt. Cool. Aha. Da haben wir scheinbar schon unseren ersten Gegner. Da können wir auch drüber rollen. Ah! Ich wollte es mal testen. Okay, es ist ein One-Shotter. Mhm. Okay. Jui! Also Sachen gibt's unglaublich. Okay, und weiter geht's. Was haben wir da? Aha. Ich denke mal auch drüber rollen. Jawohl, das klappt. Eureka! Ah ja, da steht's ja. Drüber rollen. LT. Also LT ist definitiv unsere wichtigste Taste. Ich glaube, wir haben einen Trank bekommen. Wie komme ich da jetzt weiter? Achso. Dann kann man einfach durch. Ich bin da gerade irgendwie durchgekommen. Ah, schlagen wir auch gut einmal, okay. Pau! Pau, pau, pau! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Aha, wir haben schon was gefunden für unseren Beutel. Super! Dann werden wir auch die Krüge zerschlagen, weil da gibt es ziemlich viele Tränke, wie ich gesehen habe. Drei Stück dürfen wir haben, ja genau. RT ist unser Trank. Taste. Die ist sicher auch sehr wichtig. Also A schlagen, ich bin so blöd, ich schaue nicht nach oben, ne? Also A schlagen und RT zum Trank benutzen. Wir sind gesund, wir haben kein Damage bekommen, das ist ja mal ein Wahnsinn. Okay.
Hör mal hier irgendwas. Schlägt er mit einem Besen? Ist das cool? Der schlägt mit einem Besen. Ja, das mache ich zu Hause auch immer. Ah, so, mit X. Was macht man da mit X? Drückt macht man Schaß. Oh, das wollte ich gerade nicht. Aha. Ist das Blocken etwa? X? Muss man schauen, wie die Taste das ist. So. Okay. A, öffnen. Okay. Wir haben hier... Was ist das eigentlich für ein Zeug? Reichhaltiges Gelee. Das erinnert mich voll an Zelda. Kann man darüber schauen? Was haben wir da schon gesammelt? Uraltes Gefäß. Okay, und was hätten wir hier? Stoff. Cool. Ich mag das Spiel. Ich würde das gerne mitnehmen. Halten, stapeln, zurückschließen. Schnell bewegen. Was? Schnell bewegen. Alles schnell bewegen. Okay. Ach so, ich verstehe schon. Aufnehmen alles und in die... Ach so, das ist die Kiste. Ich bin so blöd. Ah, ich verstehe schon. Ach so, also in dem Beutel hier, so ist das gemeint. Also wir bekommen jetzt uraltes Gefäß dazu und wir bekommen Stoff, 3 Stück. Aha, stapeln. Ich denke mal, wenn ich dann... Aha. Und wie geht das hier? L, LB, alle. Aha, okay, so ist das gemeint. Hier hinhalten und zack. Okay. Okay. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte es in die Tasche stecken. Ja, ich muss noch ein bisschen... Hey! Muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Tut mir leid. Also, zack. 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 Aha. Und dann ist es wahrscheinlich mit RB anders. Okay. RT geht auch noch was. Okay. Achso, das ist nur zum Rüberschmeißen, oder was? Ich dachte, wäre vielleicht noch ein Fach. Okay, was war das jetzt? Händler, wir haben da so ein Buch dabei. Okay. Wir besitzen 512 Gold oder was? Soll das so heißen oder sind das einfach nur Gegenstände? Ah, Pfeile werden das sein. Ha? Oder? Keine Ahnung. Okay. Da können wir viel. Gibt's viel Zeug. Ah, unsere Waffen. Okay. Unsere Waffen sollen das sein. Golem. Stoff. Aha, okay. Stoff. Stabil und beim Anfassen rau. Vielleicht kann das jemand zur Herstellung von Dekorationen verwenden. Okay. Dann uraltes Gefäß. Hat 1 oder 2 Risse, aber sonst funktionstüchtig. Wunderschöne Handwerkskunst. Wofür es wohl verwendet wurde? Und dann hatten wir noch dieses rote Gelee, ne? Das ist sicher für Tränke gedacht. Für so einen Heiltrank. Das muss ich erstmal an. Wüste. Ach so, das sind Gebiete. Ach so. Aha. Stoff. Da war es aber nicht dabei, ne? Bei dem Golem. Ist dann vielleicht zum Wald? Beim Wald war es aber auch nicht dabei, oder? Das ist aber irgendwie super. Dass man dann hier schön sehen kann, ne? Mhm. Mhm. Ja, vielleicht fällt dieses rote Gelee. Tech. Ich wollte gerne wissen, was das rote Gelee kann, ne? Vielleicht hätte ich einfach hier weiter runter müssen. Aber das werden nur Waffen sein, oder? Oder? Halt, was haben wir hier? Eine Peitsche? Ist das eine Peitsche? Die können wir kaufen? Ah, verkehrt. Hoppala. Nee, oder? Ah, das interessiert mich jetzt. Da hake ich nach. Ich habe mich gerade eben verdrückt, nämlich sauerst. Wie sie es gehört. Ach, das ist so Blödsinn. Okay. Vielleicht ist das nur ein Hinweis, dass es hier sowas geben wird dann. Aber das mit rotem Gelee ist, glaube ich, ja. Keine Ahnung, das ist hier nirgendwo. Schade.
Ah, der Besen. Jawohl, doch, da ist es ja. Also, LP-Trank 1 stellt 40 Lebenspunkte wieder her. Ein oder zwei davon sollte man immer dabei haben. Wir haben gleich drei, vier sogar, wir sind übervorsichtig. Besenspeer. Macht 6 Schaden. So am Rand sieht man auch noch, aha, was es bewirkt. Gibt es so quasi so Mock-Sets, T-Sets, also so Verstärkungsdinger, keine Ahnung, für die eigenen Fähigkeiten, Gesundheit, Verteidigung, Angriff und Schnelligkeit scheinbar. Naja, Werkzeug, das einer simplen Aufgabe dient, dem Saubermachen, zumindest in den Händen eines Laien. Genau, wir kämpfen damit. Und reichhaltiges Gelee, eine geleeartige Substanz, hey, warte mal. Also schnell, eine schleeartige Substanz mit heilenden Eigenschaften kann aus verschiedenen Schleim-App gewonnen werden. Essentiell fürs Trankbrauen, habe ich ja gewusst. Das merken wir mal die Gamer-Erfahrung. Okay, also zumachen die Hütten. So, die Firma dankt. Ah, da haben wir was. Komm her. Also, zack. Zack. Aber ich verstehe gerade nicht, wofür dann das C... Halten! Ah, okay. Verstehe. Ich hab's begriffen. Hui! Tack, tack, tack. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Ah, das ist nix. Okay, dann machen wir die Truhe auf. Ich dachte, hier würde das Besonderes liegen. Wir haben Gießereireste. Schön. Dann Weißstein und Goldrunen. Okay, ich baue jetzt mal die Schnell... Achso, aber da. Ah ja, diese Schnellbewegung, das passt mir gut. So. Okay, ich verdrück mich schon wieder. Mist. 6 von 20 Gegenständen. Okay, warte mal kurz. Ich wollte es nur schnell in die Tasche geben. 4 Stück Tasche. Und du auch Tasche. So, das wollte ich eigentlich. Ich werde mich noch 1000 Mal verdrücken. Das weiß ich jetzt schon. Was haben wir bekommen? Jetzt ist die Frage, ob das beim Helden dabei ist. Ich muss das ja alles lesen. Das ist ja liebevoll gemacht. Das muss man ja auch alles vorlesen. Selbstverfreilich. Das wäre nur schön, wenn man da schneller scrollen könnte. Nein, da ist es nicht dabei. Haben wir es hier dabei beim Golem? Goldrunen. Diese Goldrunen sorgen für wundervolle Muster auf den Golems. Nach manchen Kämpfen lassen sich sogar intakte Exemplare erbeuten. So, jetzt haben wir's. Dann ein Weißstein. Teil eines Behältnisses, um die Eigenschaften eingeschossenen Wassers zu erhalten. Eingegossenes. Ich bin auch eingeschlossen. Teil eines Behältnisses, um die Eigenschaften eingegossenen Wassers zu erhalten. So. Aha. Okay. Gießereireste. Ich halte dies für die Überreste einer alten Gießerei. Wenn die Golems erschaffen wurden, wer ist ihr Schöpfer? Tja. Gut. Das zudem. Tschuk. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Dann bringen wir unser Glück weiter, ne? Oje. Das für Schleim. Oje. Oje. Um Gottes Willen. Aha, jetzt geht's schon. Okay, ich glaube, ich muss einmal Trank nehmen. Oh, das ist ja ungut. Ich werde verrecken. Das Problem ist nämlich, wenn wir hier verlieren. Dann haben wir nämlich auch. Dann haben wir nicht. Wie soll das gehen? Au. Dann haben wir hier nämlich das Problem. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, glaube ich. Alter, Alter, wie soll das gehen? Gibt's da irgendwie. Wow. Aha, mein Besen ist kaputt. Kann das sein? Okay. Warte mal, das dauert jetzt wieder. Ich hoffe, wir haben nichts. Doch. Okay, ich glaube, wenn man verreckt, nämlich, hat man das Problem, dass man seinen ganzen Tascheninhalt verliert, angeblich. Das wäre jetzt echt schlecht.
Hat sich jetzt das Spiel aufgehängt? Ach, doch nicht. Puh. Oh, scheiße. Könnte doch sein, dass es Absicht war. Die konnte man doch nicht besiegen mit einem Besen. Xenon. Wie du aussiehst. Und ganz allein. Ruhe dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Danke. Schön. Hätte man die mit Skill bis... Nee, oder? Das heißt, wenn wir noch so gut gewesen wären, hätten wir das nicht geschafft, oder? Da, da. Da, 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 da. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Ah, das sind Aufzeichnungen, wie was funktioniert, Mechanismen. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Piet. Oh. Morgen, Jungchen. Na, hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Boah, ey, immer diese alten Säcke. Will, hör mir zu. Ja, hör einmal auf alte Leute. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Hast du das nicht gewusst? Du bist allein. Keiner der Verwandten will was mit dir zu tun haben und sind lieber verstorben. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Wenn du hin bist, bist du hin. Dann gehört der Laden dem Staat. Ja, willst du das? Nein, nämlich dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren ist dumm. Ja, genau. Lass es einfach auf sich beruhen. Richtig. Hör mal, sammel einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann. Mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Wieso sagst du das jetzt? Und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Der ist zum Kehren da, weißt du das nicht? Immer diese Jungen haben keine Ahnung vom Leben und vom Arbeiten. Da draußen ist es gefährlich, so ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Ist zwar ein bisschen rostig, aber macht nichts. Vielleicht kriegen die Gegner dadurch eine Blutvergiftung und verrecken dran. Das passt dann schon, genau. Na gut, dann hoch mit dir, Bursche. Du lässt den Tag verstreichen, kümmere dich um deinen Laden. Aber Tali, ich brauch was zwischen die Zähne, also geh Geld scheffeln. Ja, sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Jawohl, ich hab schon einen Hammer parat. Weil wir Alten bringen nur mit Gewalt jungen Leuten was bei. Jawohl, was sonst hören die nicht. Genau, die habe ich von meinem Großvater. Genau, darum habe ich auch eine Glatze. Das ist schon so viele Jahre her. Vielleicht kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, mein Kreuz. Langsam. Ich brauche Kamillentee. Boah, endlich ist er weg, der alte Knacker. Oh. So, da haben wir unsere Hauspatschen. Einen schönen Ofen, der eingeschalten ist. Kann man den noch ausschalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Na. Dann unsere Truhe. Was ist denn? Kann man die? Na. Also Unterhose wechseln brauchen wir heute nicht mehr. Das haben wir schon gemacht, gestern Abend noch. Das hat der Opa für uns gemacht. Oh, oh, oh. Ja, was haben wir hier Schönes? Ein Buch. Das raucht. Vielleicht ist das unsere Buchhaltung hier. Naja, egal, ein schöner Spiegel. Oh. Ja, kann man lassen. Die Damen werden heute verrückt nach uns sein. Und vielleicht auch gewisse Herren. So, na? Vielleicht, bevor wir den Laden machen,
werden wir vielleicht einen Part beenden, ha? Ja, schauen wir uns ein bisschen im Spiegel an. Wir sind so schön. Na gut, dann würde ich sagen, das war der erste Part in dem Spiel hier. Es liegt gar nicht so schlimm, ne? Glaube ich. Bittel halt, merkt man schon, aber viel besser kriege ich es, glaube ich, kriege ich es leider nicht hin. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Ihr Lieben. Ja, das war's dann für den ersten Part. Mhm. Wir werden im nächsten natürlich weitermachen und ja, mal schauen, ob wir bereits unsere ersten Goldmünzen hier verdienen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!